beobachten wir es von diesem. Nein! Lol! Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Alter! Lol! Sorry, meine Maus! Alter, jetzt fail ich hier, warte. Das schaffe ich jetzt aber. Mein Gott, du. Alter, der war knapp, Tobi. Der war auf Höhe des Möhrenfeldes da unten. Oder Kartoffel, was auch immer das ist. Naja, gut, komm. Ja, das. Ja, ja, das bringen wir. Ey. Na! Lol. Ah, ab in die. Wo ist mein Bett hin? Ach, da. Ich war schon so ewig nicht mehr pennen. Wo bist denn du? Ach, da! Warte. Ich hätte mein Bett woanders hin. Lol, bei mir stand gerade eine Meldung zu Hause gesetzt. Tobi? Ich kann nicht schlafen, es ist gar nicht Nacht. Zu Hause gesetzt, lol. Sobald. Ja, es ist nicht Nacht, Torben. Doch, es war Nacht. Nein. Ich hab doch geschlafen, Tobi, komm doch. Es ist doch jetzt Tag geworden, guck. Siehst du, es ist hell. Lol. Ja, dann hast du wohl geschlafen. Ja. Ah, es, und es hat aufgehört zu regnen. Okay, da. Oh, da. Das tut meinen Ohren gut. Boah. So, erstmal Treppen machen. Genau. Soll ich. Wir könnten theoretisch auch so, weißt du. Ich ernte mal wieder unsere Felder ab, damit das Nachwächst macht. Mhm. Ja, die müsste ich auch mal verbessern. Ja, aber erstmal ernte ich die jetzt nochmal ab hier. Und da unten sehe ich einen Creeper, der kriegt jetzt von hier aus. Oh, das war Gammel. Alter, ich treffe den nicht, ich bin so ein Noob jetzt gerade. Alter! Willst du mich verarschen? Wieso driftet denn der so ab? Alter, ne, ich will jetzt nicht so sehr fehlen. Darf ich jetzt ein lustiges Kommentar loswerden? Nein, sonst treffe ich immer. Mhm. Ja, warte, der, das war. Er trifft aus jeder Entfernung. Nein, aber. Jedes Ziel. Alter, wo ist er denn jetzt hin? Alter, ganz im Ernst, ne, Tobi? Wenn du das sehen würdest, der Creeper steht genau in der. Alter, ey. Tobi, hier stand der Creeper. Achso, du siehst das nicht. Und die Pfeile, die sind direkt daneben, alle. Die ganze Zeit in einen Block rein. Also kurz davor. Aua. Okay, aber ich wollte die Felder abenden. Und dann ist halt Arschloch einfach despawned, ne? Das war auch krass. Ah, Möhren sind alle komplett gereift. Nee, doch nicht. Aber ein paar. Ja, das liegt daran, weil die Felder falsch konstruiert sind. Weil das Wasser muss an die Oberfläche. Das könntest du eigentlich mal machen. Ja, muss das an die Oberfläche? Ja. Auf jeden Fall haben sie durch den Regen noch Wasser bekommen. Boah, hier fehlt eins. Erde. So, dann basteln wir mal. Und ich spiele gerade Landwirtschaftssimulator 2013. Die Möhrenernte. Und danach kommt noch so Weizen und so Kartoffel, Zuckerrohr. So, dann pflanzen wir mal hier den Dreck nach. Ja, 2,5 Stacks Karotten, davon werde ich jetzt noch ein paar wieder verbrauchen. Boah, es müsste so eine Nachpflanzenmaschine so geben, weißt du? Ja. Ups. Ich glaube, dafür gibt es einen Mod. Kann sein. Wäre auf jeden Fall geil, weil halt, ne, das Nachpflanzen ist vor allem auf so einem riesigen Feld, so einem automatischen, richtig nervig. Vor allem bei Karotten und so.
Weil da kriegst du, dann geht dein Ertrag wieder so verloren, das riecht voll auf. Also man gewinnt natürlich immer, aber dann geht da sowas weg, weißt du? Ja, bei Weizen kriegst du Seeds. Bei Karotten musst du Karotten verbrauchen, ey. So. Siehst du, jetzt habe ich von 2,5 Stacks nur noch 1,5 Stacks. Ja, und? Ja, das meine ich damit. So, jetzt hier noch ein bisschen Kartoffel. Da kann ich das Feld. Ich glaube, ich habe mir etwas zu viele Treppen gemacht. Ist doch egal. Bei Kartoffel vergrößere ich dann auch noch das Feld hier direkt, weil das hier noch nicht vollständig ist. Miami Potatoes. Ach, und was wir der Torben machen wollte, war so ein Gartenhäuschen. Oder was wir machen wollten. Ja, genau. Eventuell, das könnten wir dann. Könnten wir das hinklatschen, da wo das Zucker auffällt. Ist. Genau, das könntest du mal abbauen, ne? Ja? Also komplett alles abbauen. Ja, ja, ich wollte das sowieso abernten, dann ernte ich das komplett ab und hier nimm die Dings weg, weißt du schon, ne? Wo machen wir das Neue dann hin, das mit den Pisten? Keine Ahnung, irgendwo weit entfernt. Was du laberst. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, warte, guck mal, wir haben hier noch so einen Berg, den können wir dann noch komplett wegmachen hier. Nee, da machen wir doch Lagerhaus oder so drauf. Hä, was? Ach so, ja, stimmt. Eigentlich meine ich jetzt so einen kleinen hier am Dings. Alter, ganz im Ernst. Ich wachs einfach mal nach, wenn der Torben das macht. Alter. Verarscht mich hier nicht. So. Dann ist das Kartoffelfeld jetzt auch komplett fertig. Wir haben zwar keinen Gewinn jetzt gemacht, aber. Also, theoretisch schon, aber ne, praktisch jetzt. Ah, ist scheißegal. Ah, doch, 5 Kartoffeln habe ich noch. Und da ist schon wieder eins nachgewachsen. So, 6 Kartoffeln. Ja, dann an die Kakaobohnen. Die sicherlich ertragreichste Anbauart, keine Ahnung. Ach, ich habe sogar noch mehr Kartoffeln gewinnen gemacht. 25, okay. Leckeren Kakao nachpflanzen für Cookies. Cookies. Naja, das ist hier purer Landwirtschaftssimulator. Oder purer Erdeabbausimulator bei mir. Ach so, hast du das doch schon fertig? Oh, krass. Das sieht selbst von unten jetzt schon geil aus, also obwohl man da gar nicht so richtig nur so halb drauf gucken kann. Dann schade, dass du so viel Holz jetzt schon für Treppen verbraucht hast, weil ja, sorry. Ja, ist ja nicht schlimm, weil da wir gehen halt einfach nochmal hacken, weil wir wollen ja hier. Ja, ich habe jetzt noch 3 Stacks übrig. Achso, das reicht. Also Treppen? Ja. Achso. Weil, ja, ich weiß, dass da oben Kakaobohnen drauf liegen, das ist scheißegal, wir haben eh genug. Nee, Torben, du nimmst jetzt sofort alle. Da komme ich aber nicht dran, das ist 3 hoch. So. Und ich habe keinen Bock. Ist auch egal. Und ich habe keinen Bock, mich da hochzubauen. Für Kakaobohnen. Ja, das war die letzte. Also jetzt hier. Ach. Boah, die ersten wachsen schon wieder nach. Hallo, wenn du einmal Kakaobohnen abgeerntet hast, kannst du direkt wieder neu anfangen. Aber ich warte dann, bis alle so erwachsen sind. So, dann machen wir uns mal den letzten Stamm. Nee.
Durch alle drin müssen. Wie schnell die aber auch wachsen. Snacken wir uns die beiden eben hier noch weg und die auch noch. So, und jetzt gehen wir wieder. Gut, dann sind die Kakaobohnen auch abgeerntet. Dann noch Weizen und Zuckerrohr. Alter, ja, das Zuckerrohr baust du ja komplett ab. Weizen ist fast komplett voll. Alter. Es wird schon wieder Nacht, dann war ich den ganzen Tag lang hier mit Landwirtschaft beschäftigt. Und bin auch immer nicht fertig, ne? Das von hier oben aussieht, ey. Was? Alter, das sieht geil aus, unser Haus. Spring mal vom Dach runter. Hier, ja, guck doch da auch. Oh, ich meinte ganz runter, den ganzen Berg. Es sieht's. Ich hoffe mal, hier kann kein Vieh drauf spawnen. Das ist hell genug, oder? Weil wenn mich jetzt so eins von hinten überraschen würde, so ein Creeper, das wäre suboptimal. Echt, ich find's lustig. Vor allem, weil dann unser Feld mitgerissen wird, ne? Das wäre natürlich nicht so lustig. Boah, ey, ganz im Ernst, warum habe ich mir nicht die zweite Steinhacke da auch noch mitgenommen? Komm, hauen wir zuerst den Zuckerrohr weg. Ganz, ne? Ich hau den jetzt ganz weg. Ja. Ja. Und das ganze Feld auch. Ey, guck mal, Tom. Warte. Ja, warte. Ja, soll ich hier so ein Panoramafenster machen? Ja, tu das. Hast du das Glas? Alter, ich muss erstmal hier die Musik ein bisschen runter machen. Das war bei mir ja nie, aber seitdem ich mir das hier neu hab. Ja, sieht gut aus. Ich mache hier überall das fette Glas rein, ne? Ja. Nee, ich würde das, aber das kleine ist doch besser, oder? Das kleine aber dann in die erste Etage, also das dünne. Nee, das sieht ja ganz scheiße aus. Nein, so ein... Dann lieber komplett das dünne. Ja, dann mach komplett das dünne. Finde ich besser, das dünne. Da. Da ist ein Enderman, den kannst du mal eben killen. Ja, du kannst dann ja auch nochmal hier neuen Sand in den Ofen klatschen, davon habe ich ja viel gefarmt. Ja. So, wo ist denn hier so ein Enderman-Vieh? Aber eigentlich, wie viel Glas hast du noch dickes? Wenn du daraus Kleines machst, dann haben wir eigentlich genug. Ja, ich hab genug, aber ich mach trotzdem noch mal. Ja, okay. So, erstmal hier den ganzen Landwirtschaftskram abliefern, den ich schon geerntet habe, und da muss ich nochmal runter. Loa, bei mir kommt immer zu Hause gesetzt, wenn ich aufs Bett klicke. Ach genau, das ist nur wegen den Plugins vom Let's Battle. Oh ja. Aber das hat nichts damit zu tun hier, also wir können ja nicht Set Home und dann irgendwie Slash Home machen. Ist einfach nur, wenn man im Bett hat, dass dann die Nachricht kommt. LOL. Ich hab Home gemacht. Das funktioniert nicht, oder? Ich wurde teleportiert. Hä, wohin denn? Ich probiere immer wieder auf den Server zu kommen. LOL, ich falle aus der Welt. Nee. Ich bin am Spawn, am Anfang Spawn. Ernst? Ja. Ja, und teleporte dich zu mir. Nee, ich bin mitten im Wasser. Mach aber bitte schnell, ich möchte ungern ertrinken. Ich lass mir Zeit, ne? Leute, ich hänge Boden. Oh Gott, jetzt muss ich das ganze Weizenfeld nochmal neu bepflanzen. Ach, nicht mehr.
Du hast schön geschlafen. Jo. Wenn ich weg war. Du warst beschäftigt.